Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin die Mai von Stempel Hexi Maxi und ich möchte gerne heute mit euch ein klitzekleines Mini-Album basteln. Und zwar ist dieses Mini-Album aus einem 12x12 Papier und ich zeige euch mal, wie es aussieht von innen. Also ihr habt hier, ist euer Deckblatt, ist klar, dann klappt ihr das hier hoch und dann habt ihr hier auch eine große Tasche. Und hier habt ihr auch eine kleine Tasche, wo ich habe hier ein Take reingeschoben. Hier könnt ihr auch ein Take und dann habe ich hier noch ein großes Blatt Farbkarton mit reingesteckt. Entweder macht ihr hier auch ein Bild drauf oder ihr schreibt hier was drauf, je nachdem. Und das Kärtchen könnt ihr dann da reinstecken. Hier oben habt ihr Platz für ein großes Bild. Ich glaube, hier passen die 9x13 Format passt hier rein. Hier vorne könnt ihr das euch schön dekorieren. Ja, hier passt das erste Bild drauf. Hier könntet ihr euch ein zweites Bild reinmachen, wie ihr möchtet. Hier habe ich noch zwei Tags mit reingemacht als Verzierung. Und dann wird die Seite hier so umgeklappt. So. Und wenn es dann weitergeht, geht es dann so. Da habt ihr dann auch wieder Platz für ein tolles Foto von 9x13. Hier habt ihr zwei kleine süße Take-Taschen, wo ihr was reinstecken könnt, wo ihr was raufschreiben könnt, einen kleinen Gruß oder wie auch immer. Die kann man dann hier umklappen und dann habt ihr hier wieder eine tolle Tasche. Hier habt ihr wieder ein Take. Moment, hier habe ich mein Kärtchen rausgezogen. Hier hatte ich auch ein Kärtchen drin, wo ihr auch wieder ein Foto oder Text oder wie auch immer liebe Grüße reinschreiben könnt. Und dann, huch, Entschuldigung. So, und dann klappt man das Büchlein zu. Und entweder dreht das um und klappt es auf, dann könnt ihr hier noch zwei Fotos reinklappen. Oder aber ihr nehmt das Album so und klappt es so auf. Dementsprechend müsst ihr auch darauf achten, wie ihr eure Fotos klebt. Ja? Und dieses kleine schnucklige Teil wollte ich mit euch jetzt mal schnell basteln oder zeigen, wie man das basteln kann. Ist kein Hexenwerk und ist nicht schwer. Ihr könnt natürlich auch die hintere Tasche, also die letzte Klappe sozusagen, könnt ihr auch zukleben und hier noch an der Seite so ein Take oder Einstecktasche machen sozusagen. Genau, statt ein Take macht ihr eine Einstecktasche, aber ich wollte hier gerne noch zwei Fotos haben und hier auf der Rückseite könntet ihr euch auch nochmal einen weißen Farbkarton raufkleben. Vielleicht, wenn er das verschenken möchte, könntet ihr da ja eurer Freundin oder je nachdem, wer das ist, noch einen schönen Text mit zuschreiben. So, und wie das kleine Schnuckelchen hier funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, dafür nehmen wir uns einen großen Bogen, 12x12 Bogen, den brauchen wir. Ich habe mir hier diesen Farbkarton ausgesucht aus der Celebration. Das bekommt ihr ja in der Celebration. Und zwar ist es das Designerpapier Fröhliche Muster. Das kriegt ihr bei 120 Euro Bestellwert. Da sind 48 große Bögen drin. Also wunderbar. Und ihr seht, das ist so frühlingshaft, pastellisch. Genau richtig für den Frühling. Ich würde sagen, greift zu, wenn ihr es haben möchtet. Es ist wunderschöne Farben da drin. Und dieses Produkt habe ich verwendet. Genauso werde ich jetzt nicht mit der Eule basteln, sondern ich wollte es mit der Blume machen. Wo haben wir sie denn? Hier, genau, mit der gratis Blütengruß wollte ich jetzt auch mitarbeiten, kriegt ihr auch für 120 Euro Bestellwert gratis dazu. Und die wird jetzt auch verwendet, somit habe ich zwei Produkte aus der Celebration verwendet. So, und denkt dran, die geht nur noch bis zum 28. Februar und Zusatzprodukte gibt es ja auch schon dazu, also ihr habt ja eine große Auswahl an gratis Produkte. So, wir legen dieses 12x12. Große Papier in unseren Papierschneider und ich falze jetzt leider in Inch-Angaben. Aber diese Angaben sind so simpel, die kann man auch in, ich sag mal, wenn ich die in Zentimeter mache, habe ich einen Verschnitt hinten von 0,5. Deshalb habe ich, ja, müsste ich mir die Herz abschneiden, weil das passt sonst nicht. Und ich arbeite jetzt in Inch, weil es ganz simpel, und zwar hier bei 4 Inch legen wir das jetzt hier an und falzen und dann gehen wir rüber zur 8 Inch, die ist ja auch ganz groß, da kann man ja nichts verkehrt machen und auch falzen. So,
Jetzt nehmen wir unser Blatt raus und drehen es so, legen es wieder ein und falzen es bei 6 Inch. Ich denke, das kriegt jeder hin. Das ist so simpel. So, jetzt haben wir hier, ich falze das mal nochmal kurz, damit ihr das seht, was ich meine. Hier haben wir die 8 Inch Falz, hier haben wir die 4 Inch. Ja, so, und jetzt falze ich schon mal schnell die Mitte. Ich habe keinen Platz hier. So, hier die 6 Inch. Jetzt lege ich das nochmal raus. Und jetzt haben wir hier die 6 Inch Linie oder Markierung. Vielleicht drehe ich mir das mal um, ist vielleicht besser vom Gucken her. Und jetzt schneiden wir uns bis zur ersten Falz. Hier ist die Falz, die Querfalz und hier ist die 6 Inch Marke. Jetzt legen wir uns die genau in die Papierschneidemaschine. Die 6 Inch und falzen, schneiden bis zur ersten Falz. Und die ist hier. So, das war die erste, genau. Jetzt drehe ich es um und schneide auch von der Seite bis zur ersten Falz ein. Ihr könnt auch eine Schere nehmen, wenn ihr möchtet, natürlich. Gar keine Frage. So. Ist alles frei wählbar. So, dann haben wir hier unsere beiden Schnitte und mehr brauchen wir jetzt gar nicht. Jetzt können wir den Papierschneider auch wegschneiden. So, wir legen uns jetzt das Papier so hin, dass die schöne Seite, die ihr vielleicht nachher draußen haben wollt, hier unten liegt, ja? So, und hier drin ist das. So, und jetzt nehmen wir die Seite, die wir ja hier eingeschnitten haben, die klappen wir hier um, nehmen das Stück hier hoch, genau, und dann falten wir dieses hier um, welches wir auch schon hier eigentlich festkleben gleich können. Die Seite. Und zwar kommt hier ein bisschen Kleber ran, Flüssigkleber. Und dann können wir die Seite auch schon festkleben. Genau. So, dann klappen wir diese Seite hier über. Dann klappen wir die Seite um. Ich mache es jetzt wirklich schon langsam. Jetzt klappen wir diese Seite von unten nach oben. Knicken diese, sodass hier unten noch ein Spalt frei bleibt. Diese können wir auch schon ankleben. Das ist dann unsere kleine Pockettasche. Ja, mit ein bisschen Flüssigkleber können wir auch ankleben. Genau. Und dann legen wir die letzte Seite nach hinten. Und schon haben wir eigentlich unser Album fertig. Das heißt, wenn wir das jetzt aufklappen, haben wir hier diese Tasche. Die müssen wir dann auch noch festkleben hier an der Seite. Warte, der Kleber will wieder nicht so. Dann können wir die auch festkleben, genau. Dann haben wir hier unsere Tasche. Also, wir starten nochmal. Das ist unser Start. Da haben wir die Seite, wo wir ein Foto gleich reinkleben können. Hier haben wir unsere Tasche. Dann klappen wir es um. Hier können wir wieder ein Foto machen. Hier haben wir wieder unsere Tasche, aber die kleben wir später fest, weil ja müssen ja die kleinen Take-Taschen noch mit dran. Das machen wir später festkleben. Dann haben wir jeweils unsere Tasche. Genau, und dann können wir das wieder zumachen und dann können wir das so aufklappen oder so aufklappen. Genau. So war das gedacht. Wollen wir es nochmal zusammen machen? Soll ich es nochmal öffnen und nochmal zusammenfalten? Also. Wir falten es, achso, geht gar nicht, wa? Nee, geht nicht mehr, tut mir leid. Jetzt habe ich es auseinander. Lalalala. Geht ja nicht, weil wir es ja schon festgeklebt haben. So, genau. Aber es ist so richtig, wie ich es jetzt habe. Genau. So. So, jetzt haben wir das soweit fertig, dass wir uns das erstmal noch verschönern können. Dafür habe ich auch schon diverse Aufleger schon vorbereitet. Das sind die Maße in 9,5 x 13,5, weil das werden ja so ein bisschen die Takes, diese Einleger an Mattung und auch für die Fotos.
Und dafür nehmt ihr euch bitte einen Eckenabrunder. Ich nehme einen, den es wahrscheinlich nicht mehr gibt, jetzt bei Stampin' Up. Oder der ist nur eine Ausverkaufsecke, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Und runde mir jetzt erstmal noch die Ecken ab, weil ich finde, irgendwie, das sieht schöner aus als immer diese Spitze. Und da stanze ich mir jetzt hier mal die Ecke rund. Genau, das wäre dann zum Beispiel unser erster Aufleger, den wir dann jetzt noch bestempeln können, weil ich wollte ja dieses Stempelset haben, Blütengruß. Den Stempel wollte ich ja benutzen. Dafür nehme ich mir mal jetzt den Aufleger. Wir sind nämlich schon am Verschönern. Ich sage, das Mini-Album dauert eigentlich nicht so lange. Jetzt nehme ich mir noch einen großen Stempel. Den natürlich nicht. Wir nehmen den. Stempeln den hier drauf. Die Blüte passt nicht komplett hier rauf. Ja. Die Blüte passt hier nicht rauf. Ich werde sie deshalb ein bisschen schräg setzen, weil hier passt ja immer noch ein Spruch rauf. Ja. So, jetzt stempel ich mir das erstmal in Memento. Da wird es erstmal abgestimmt. Aber Moment, da ist so ein bisschen... Farbe fehlt da noch. Genau. So, dann stemple ich mir hier die Blüte ab. Moment, ich wollte noch eine Stempelunterlage. So, weil da wird der Abdruck auf jeden Fall besser als vorher. Tada! Sehr gut. Und jetzt nehmen wir, dadurch, dass diese Blüte kann ja wunderbar jetzt gefüllt werden, sogar mit den Stempeln. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar nehme ich dafür dann, das Papier hat ja Farngrün hier drin und Jade und Fräsienlila. Und das passt ganz gut, weil da werde ich dann jetzt mal die Blätter mir nehmen. Und die werde ich mir in Farngrün stempeln. Ich nehme jetzt hier den Stempel mit Hai. Wo ist er? Hier. Finde ich gut. Den brauche ich da nur raufstempeln. Aus den Sprechblasen den Stempel nehme ich mir jetzt noch und mache da einfach nur Hai rauf. Ja, kann ich auch in grün passt. Genau. Und dann mache ich hier einfach nur Hai. Ja. War ein bisschen einfallsreich hier, oder? So. Dann kann ich das schon mal wegmachen. Die Stempel werde ich gleich noch mal säubern, alle, und dann wegräumen. Aber das können wir jetzt hier schon mal raufkleben. Natürlich nur, wenn es richtig rum ist, logischerweise. Achtet darauf. Dann können wir das schon mal raufkleben. So, dann kleben wir das jetzt hier noch auf. Und dann haben wir unser Deckblatt eigentlich schon fertig. Und das ist das Schöne daran. Hier können wir jetzt schon mal unsere nächste Mattung raufkleben. Da kommen ja dann Fotos rauf. Ich runde mir noch vorher noch die Ecken ab. Können wir das hier auch schon raufkleben. Sehr schön, genau. Hier haben wir unsere Tasche schon fertig. Da habe ich mir dann auch schon die Tags ausgestanzt. Und zwar sind die aus den Anhängern nach Maßen. Da habe ich mir schon diese ganzen Anhänger ausgestanzt.
Da könnte man dann praktisch noch ein paar Bändchen ran. Hier passt noch was rein. Hier könnte auch ein kleines Kärtchen mit einem lieben Gruß oder so reinstecken. Da kommen noch ein paar Fähnchen, also ein paar Bänder mit dran, damit ihr die natürlich hier rausziehen könnt. Hier kam ja auch noch eine Mattung mit rein, wo ihr auch noch mal einen Gruß oder ein Bild mit reinkleben könnt. Wie gesagt, und da runde ich dann lieber noch schnell die Ecken ab. So, genau, dann kommt hier noch das Kärtchen rein. Dann klappen wir das ja hier zu. Nehmen wir die Stempelunterlage weg. Dann können wir das hier aufklappen. Seht ihr, da kommt schon die nächste Mattung wieder hin. Die können wir auch gleich aufkleben. So. Die lassen wir noch offen, da kümmern wir uns gleich drum. Und dann kümmern wir uns jetzt hier um diese beiden noch. So, dann haben wir hier vorne die Blüte jetzt drauf. Hier haben wir unsere Taschen mit unseren Takes. Genau. Ich nehme mal jetzt schnell hier ein bisschen Band, damit das hier noch ein bisschen was aussieht. Genau. Machen wir die Takes jetzt noch schnell fertig. Hab hier auch Fräsienlila, damit so ein bisschen Effekt hierbei ist, ein bisschen Akzente. Na? Allzu lang müssen die ja nicht sein. Genau. Dann kann man die da schön reinstecken und dann hat man gleich noch so einen Farbakzent hier. So. Klappt man das um. Genau. Und jetzt sind wir hier an der Seite. So. Hier, das müssen wir ein bisschen kürzer schneiden. Ein bisschen schmaler. Auch schon alleine wegen den Takes. Weil ich sehe hier schon, das knickt sich um. Deshalb muss ich das jetzt, bin ich noch im Bild. Schneide ich mir hier noch einen Spalt ab. Schneide ich mir so einen Spalt ab und es ist dann besser. Dann ist das hier nicht so, genau. Jetzt brauche ich ein Stück Fräsienlila. Und zwar so ein Stück von 10 cm, das ist ja nicht höher, 10 cm, ja, genau. Wir machen das Stück 1 cm breit, 1 cm, schneiden wir uns schmal, dann legen wir dieses Stück Papier bei 0,5 cm an und falzen. Dann kürze ich mir dieses Stück bei 10 cm und bei 5 cm mache ich mir eine Falz. So. Dann kann der Papierschneider wieder weg und wir schneiden hier ein und schneiden schräg. Hier genauso. Machen wir jetzt an allen vier Seiten. Ja, so. So lassen wir es. Nur an der einen Seite, da schneiden wir das uns hier so ein, weil das jetzt hier hintergeklebt wird. Ja, das ist die Klebelasche. Die kleben wir dann hier hinter fest. Hier hinter. Und hier haben wir unsere Klappen. Die brauchen wir jetzt. Ganz einfacher Mechanismus.
Und das kleben wir jetzt mal hier an, damit ihr seht, wie ich das meine. So. Die müssen funktionieren. Genau. Und wenn wir das angeklebt haben, dann können wir auch jetzt hier die Tasche zumachen. Und dann ist das alles schicki. Genau. Sehr gut. So, und jetzt kümmern wir uns um die kleinen Take-Taschen noch. Und dafür habe ich mir auch Designerpapier aus dem Celebration-Set genommen. Und diese Stücke sind, Moment, 11 cm mal 8 cm. So, und jetzt brauche ich hier noch eine kleine Klebelasche. Bei 1 cm lege ich mir hier drüben an, mache hier eine kleine Falz, knicke mir diese Falz um und kann dieses Papier mir hier schön drauflegen und zusammenfalten und schon habe ich ein kleines Täschchen. Ja, und die passen dann wunderbar darauf. So, das machen wir mit dem zweiten Stück auch. Wo habe ich es hier? Genau. Nochmal bei 1 cm anlegen, falzen, fertig. Und wie gesagt, 11 cm mal 8 cm, zwei Stück davon. Ja. So. Wunderbar. So, und dann sollten sie eigentlich auch darauf passen. Jetzt kleben wir uns die hier zu. So. Und dann gucken wir mal, ob sie darauf passen. Und zwar auf unsere kleinen süßen Laschen hier. Ja, hervorragend. Genau. Dann kann man die auch wunderbar hier rein stecken und dann klappen sie auch wunderbar zu. Dafür mache ich hier rechts und links ein bisschen Kleber, nicht zu viel, und stecke dann diese Tasche hier drauf. So. Und drücke fest. Und das mache ich mit der anderen hier genauso. Zukleben. Hier Kleber rauf, dort Kleber rauf und draufstecken. Ich mache die Klebelasche, beide Klebelaschen mache ich hier nach innen, damit man sie sonst nicht so sieht. So, dann andrücken. Genau, und dann haben wir unsere eine Tasche auch hier schon wieder fertig. Dann werde ich hier nochmal schnell die Ecken abrunden. Dann habe ich hier mein Aufleg, also meine Mattung, mein weiß ich, für ein Foto. Hier habe ich dann nochmal zwei Takes, die kann ich hier wunderbar reinstecken. Da gibt es ja nochmal das lilane Band. Fräsienlila, Entschuldigung, nicht lila, Fräsienlila. Genau. Weil grün, finde ich, habe ich jetzt genug hier drin. Dann muss da eben ein Akzent hin, ne? So. Dann werden die noch gekürzt. Kommen da rein. Hier auch noch. Dann kürzen wir die hier noch. Dann hätten wir hier auch noch einen. Und hier haben wir noch einen. Den machen wir auch noch schnell fertig, damit hier alles verarbeitet ist.
Und somit könnt ihr eigentlich auch, wenn ihr möchtet, oder das wäre auch zum Beispiel eine Idee, um Papier aufzubrauchen. 12x12 Papier aufzubrauchen. Da könnt ihr wunderbar 12 Monate zum Beispiel für jeden Monat ein tolles Mini-Album basteln und dann könntet ihr dieses entweder für euch verwenden oder ihr schenkt es einer tollen Freundin. So, guckt mal, habt ihr hier auch die Tags drin? Dann klappen wir das wieder um. Zack, hier habt ihr auch noch. Also ihr könnt hier wunderbar Fotos, Texte mit rein dekorieren und ich finde, diese Idee ist doch eigentlich mal was Schnelles, was Einfaches und ich hatte echt jetzt mal wieder richtig Lust auf ein kleines, süßes Mini-Album zu werkeln, was auch mal schnell geht. Es gibt ja auch solche, die dauern ein bisschen länger, ist ja alles kein Problem, mache ich auch sehr gerne, aber für die Kamera finde ich das ja doch immer schön, wenn man dann mal, na, wie geht das hier? Genau, wenn man das hier mal schnell machen, euch mal eine tolle Idee zeigen möchte. So, seht ihr? Und schon haben wir unser Mini-Album fertig. Ich zeige es euch nochmal in Ruhe. Ihr klappt es auf. Hier habt ihr die Takes, die Tasche. Wunderbar. Klappt es um. Hier habt ihr wieder Platz für ein Foto. Hier habt ihr die süßen Takes dann drin. Die Taschen sind schnell gebastelt, wie ich finde. Hier habt ihr wieder eine tolle Tasche. Ein Take könnt ihr hier wieder reinstecken. Oder ihr steckt hier auch eine Gutscheinkarte. Könnt ihr auch reinstecken. Für einen Geburtstag oder so. Hier habt ihr wieder Platz für ein Foto oder für Text. Wie gesagt, klappt es um. Hier könnt ihr was zum Schreiben nehmen. Oder ihr macht hier auch ein Foto. Und hier habt ihr auch nochmal Platz für 9x13 Fotos. So, ihr Lieben, das war jetzt meine Idee zum Dienstag. Ich hoffe, es gefällt euch. Würde mich freuen über ein Däumchen hoch. Könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben, ob es euch auch gefällt oder ob ihr so eine Idee mal nachbasteln würdet. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Restwoche, einen wunderschönen Tag, Abend, wann ihr euch, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachbasteln. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.